So, herzlich willkommen zu einem kleinen Mindtest Let's Play, keine Ahnung was. Und ja, mir fällt gerade auf, ich habe meine Kamera gar nicht dran, ist aber alles kein Problem. Also erstmal habe ich ein paar Fragen. Warum ist eigentlich YouTube so behindert? Na? Ich habe jetzt hier bei YouTube, ich rufe mal ganz kurz auf hier, so. YouTube, ne? Da habe ich hier oben bei der Glocke. Ja, hier habe ich einen Kommentar. Frage: Was soll dieser kleine Mist? Sorry, aber fast bei jeder neuen Folge ein neues Hintergrundbild. Alles schon gut, aber die Sache ist, wenn ich jetzt hier raufklicke auf den Kommentar, um ihn zu beantworten, zum Beispiel, ist der Kommentar einfach weg. Wenn ich jetzt hier meine Dingsbums da reingehe, ja, in mein Studio, ja, und da auf Dingsbumster gehe, auf Kommentare. Er ist nicht ersichtlich. Wo ist dieser Kommentar hin? Warum wird er mir hier angezeigt? Ah, und ich hatte das schon mehrmals. Ich hatte das auch letztens bei Kommentare von, ich glaube, es war Linux Dirk oder so. Der hat ja auch mal, der hatte mir auch mal einen Kommentar gesendet. Der war hier zu sehen. Ich wurde hier benachrichtigt. Aber er tauchte nirgendwo auf. Ich konnte ihn nicht beantworten. Er war nirgendwo bei meinen Videos. Er war nur hier drinne. Sonst nirgendwo. Was ist das? Also, warum? Gut, das heißt, ich muss den Kommentar hier so beantworten. Frage, was soll der kleine Mist? Also, erstens mal hören. Kreative Kritik geht anders. Ja? Also bitte nicht das Wort hier irgendwie kleiner Mist oder sowas benutzen, sondern einfach fragen, warum jedes Mal neues Hintergrundbild? Okay, so, und die Frage, die Antwort darauf ist relativ simpel. Ich habe bei meinem Rechner den Zufallsmodus aktiviert. Das heißt, ich habe hier einen Ordner drinne. Ja, hier sind meine ganzen Hintergrundbilder. Also eigentlich nicht Hintergrundbilder, sondern allgemein einfach, wie ist der hier, ein Ordner mit ganz vielen Bildern. Und da wird jede Stunde ein neues zufälliges Bild ausgewählt. Das ist der ganze Hintergrund dahinter. Deswegen habe ich jedes Mal ein neues Hintergrundbild. Ha? Mehr ist da nicht hinter. Und ab und zu sind halt Bilder drin, wo ich nicht weiß, ob sie YouTube-konform sind. Und dementsprechend muss ich dann vor der Aufnahme oder wenn es mir halt erst bei der Aufnahme auffällt, dann die Bilder auch ein bisschen ändern. Ich könnte doch mal den Ordner durchgucken und einen Ordner erstellen, der nur safe for YouTube ist quasi, aber darauf hatte ich noch nie die Muße. Ja, dementsprechend, also wie gesagt, das ist der Grund, weswegen ich jedes Mal das Hintergrundbild habe. Weil es zufällig jede Stunde sich ändert. So, der nächste Grund ist, eigentlich wollte ich diese Folge ja Just Test Tribut aufnehmen. Nun habe ich aber das kleine Problem, dass der Server gerade nicht online ist. Da, der Server ist tot. Warum? Keine Ahnung. Es gibt doch keinen anderen Server. Also die haben sich jetzt nicht umbenannt oder sowas. Es ist einfach nichts da. Ja, von daher, wie man es im Titel wahrscheinlich schon sieht, werden wir jetzt doch IFS spielen, also Ilfusel Server? Keine Ahnung. Nein, genau. So. Habe ich ihn noch nicht drin? Ja, doch. So. Ich hoffe mal, ich habe die Daten hier bereits gecached. Nein, das ist kompletter Bug. So. Ja. Bitte sei bereits gecached. Ah, noch nicht gecached. Gut, dann kann ich die Zeit gleich mal nutzen, meine Kamera nochmal anzuschließen hier. Auch wenn ich nicht weiß, ob OBS damit klarkommt, sie im Nachhinein erst anzuschließen. So, mal hier so ein bisschen so da, ein bisschen so da, ein bisschen so da und einmal Schwupps. Mauli, Mauli. So. Okay, Kamera ist angeschlossen. Funktioniert ja wirklich. Nice. So, jetzt bin ich natürlich noch nicht schön gemacht. Mein Make-up fehlt noch. Aber ist ja alles scheißegal. So, sehr schön. Kamera funktioniert, auch wenn man sie erst im Nachhinein anschließt. Das ist doch schon mal sehr schön.
So, mal schauen hier. Ah ja, auf dem Server sind ganz schön viele Aktivitäten. Warte mal ganz kurz, ich mach mal vielleicht, ich hoffe, es liegt nicht daran, aber es kann ja sein, dass es daran liegt. Du machst mal Feierabend hier. Ich meine, er macht nicht viel, aber er macht immerhin was. Ich glaube nicht, dass es jetzt allzu viel bringt. Ne. Jetzt ging direkt hier, da. Ging direkt der Download runter. Es ist also nicht, dass mein Rechner ausgelastet war, sondern einfach der Server, auf dem der IFS-Server läuft, der gibt halt einfach nicht mehr Daten her. Das ist natürlich schade. Ich muss mal gucken, meine Kamera überdeckt mittlerweile mein GKLM. Egal. Passt so. So, dann kann ich ja eigentlich auch wieder mein Tor-Client aktivieren. So. Let's get started. So, okay. 50% hat er schon. Das Schöne ist ja, die letzten, also ne, die ersten Prozent dauert immer besonders lange. Warum auch immer. Zumindest bei meinen Servern. Keine Ahnung, ob das überall so ist. Ja. Tja. Und da beschweren sich immer Leute darüber, dass meine Server so lange dauern. Aber mein Server ist wohl nicht der einzige. Jetzt fühle ich mich direkt wieder privilegiert. So. Ihr könnt mir übrigens auch mal, ne, hier, ich habe ja hier meine Standardbilder hier so für, ne, so für Start, Pause, Ende und so. Das war das Falsche. Hi. Da könnt ihr mir übrigens auch, wenn ihr da selber irgendwelche Bilder, Vorschläge habt, die mal einsenden. Ja. Wenn euch die Bilder auf den Sack gehen. Ich finde sie schön, aber ich kenne Leute, so wie zum Beispiel Sören. Wobei, nee, Sören geht es auf den Sack, wenn die Bilder sich ändern. Das heißt, laut ihr müssten die Bilder immer bleiben. Okay, dann könnt ihr vielleicht doch bleiben. Ach Gott. Bin ich hier bei der Windows-Installation oder was? Ich hätte das mal direkt vor der Aufnahme machen sollen. Andererseits, ne, man möchte irgendwie doch alle Aspekte zeigen. Ich weiß sowieso nicht, was mich erwartet. Doch eigentlich schon. Gut, während er hier lädt, können wir mal ein bisschen, können wir ja mal. Oh, okay. Ja, jetzt, wo ich gerade Terminal öffnen wollte, ne, schießt sie auf einmal los. Danke dafür. Weil auf dem IFS-Server habe ich tatsächlich selber schon gespielt. Lang ist her mittlerweile. Sogar sehr lange. Wobei, ich habe noch da gespielt, als er noch unter 4, unter 0417 lief, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr. So. Denn ich habe nämlich hier, da. Mittlerweile als Walker auch eine ordentliche Base aufgebaut. Nun habe ich der Base, Bass. Und ja, bei dem dauert es jetzt nicht so lange, weil hier ist bereits alles gecached. Die ganzen Grafiken, die ganzen Medien, Texturen, etc. pp. Ich kann mal wieder meine Kamera einschalten hier. Ah, wer ist jetzt schneller? Ach, diese Internet. So, Blockdiffusion müsste gleich fertig sein.
Weil, wie gesagt, diesen ganzen Mediablock überspringt er ja jetzt. Oder sollte er zumindest überspringen. Wenn nicht, breche ich direkt ab. Kein Bock. Ah ja, siehst du, er stockt hier schon. Aha, siehst du. Da hat das ganze Mediennachladen komplett übersprungen. Also sehr schön. Ich muss nochmal gucken. Lala, wie weit bist du schon? Oh, der ist auch schon mal im Initialisieren. Oh, das ist ja doch schon fast fertig. Nein, bitte geht da hoch. Weiß ich gar nicht mehr, welcher ist. Ha. Ja. Blood. Ja, fängt ja gut an. Oh, oh. Die beste Zeit, um einen Server zu besuchen. Blood Knight. Ja, ich bin hier. Wow. Geschafft. Okay. Wow. Ja, das hier ist meine Base, die ich so privat schon ein bisschen gespielt habe, weil gesagt, ne, auf dem Server war ich selber schon relativ häufig drauf. Hab mir schon divers eingerichtet, hier auch schon mittlerweile, man sieht schon Eisen sehr großzügig ausgebeutet von der Natur. Ne, das ist Eisen. Was ist denn das hier? Das ist 18. Okay. Ja, das hier Eisen. Normalerweise wäre die Kiste mittlerweile fünfmal voll. Aber ich habe den großen Vorteil, dass man hier Eisen verkaufen kann. Ja? Und da verkaufe ich mein ganzes Eisen, um zum Beispiel mir hier die Mithril-Rüstung, hatte ich mir, glaube ich, zum Beispiel gekauft. Mitsamt den Mithril-Werkzeugen. Ja, man merkt also, es ist ein bisschen RPG-mäßig angehaucht, so von den Texturen her. Und auch hier so die Texturen von den Waffen sind dezent modifiziert, würde ich jetzt sagen. Ja, auf jeden Fall ist das hier meine kleine Base. Ja, mit ein bisschen was. Und ich habe hier auch einen kleinen Minenschacht, wo ich halt die ganzen Sachen abgebaut habe. Und tatsächlich geht dieser Mietschacht extrem weit runter, weil ich mir vor Fallschaden keine Sorgen machen muss. Tatsächlich. Aus mehreren Gründen. Erstens ist der Server meistens, wie man hier schon sieht, so langsam, weil hier teilweise sehr viele Leute drauf spielen. Jetzt gerade nicht. Jetzt ist der Server hier komplett ruhig. Jetzt bin fast nur ich drauf. Aber normalerweise spielen hier halt mindestens 20 Leute oder so drauf. Deswegen der Server mit dem Laden immer nicht so ganz hinterherkommt. Und zum anderen habe ich aber auch durch meine Rüstung so wenig Fallschaden, zumal der Fallschaden auch noch unviel begrenzt wird. Ich weiß nicht, wenn man zu schnell fällt, wird der Fallschaden an sich halt schon begrenzt. So, siehst du, jetzt bin ich relativ heftig runtergefallen und habe hier unten gerade mal, unten sieht man es, 4 Punkte abgezogen bekommen. Oder, nee, keine Ahnung, wie viel ich davor hatte. Auf jeden Fall, ne, ich bin halt noch lange nicht tot. Und dementsprechend brauche ich mir da kaum Sorgen machen, außer vor Blood Knight. Hilfe, 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 Hilfe. Ich bin's meine Mami. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es hier meinen relativ simpel gemacht. Da habe ich hier so ein paar Minenschächte. Ach du Scheiße. Ein paar Minenschächte in die Mine geschlagen. Und. Ja, hab halt diverse Rohstoffe abgebaut, ne? So wie man es halt normalerweise macht. Komm ich jetzt hier wieder raus oder wartet er auf mich? Er wartet garantiert auf mich. Er wartet sowas von auf mich. Oh, die Mauer liegt schnell weg hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, hier ging es weiter. Yay. Ab jetzt wird es aber dunkel. Ist aber kein Problem. Oh, und schon fängt er an, nicht mehr hinterher zu kommen. Der liebe Herr Server. Ja, bis da ist, können wir hier quatschen, solange wie Blood Knight ist, weil während Blood Knight hier rumzutun, bringt sowieso nicht allzu viel, dann wird direkt gekillt. Genau. Fakt ist auf jeden Fall, es gibt hier ein Level-System. Man sieht schon, ich habe statt 20 Herzen, habe ich 550 Herzen-Punkte, nennt es wie ihr es wollt, weil ich mittlerweile mit meinem Account bereits Level 55 oder sowas bin. Irgendwo konnte man das auch einsehen. Ich habe auf dem Server schon so lange nicht mehr gespielt. Ich habe absolut keinen Plan. Wir machen mal Help. Also nee, bitte einmal. Danke. Help, Help. Act. Ist das?
Nö, halt, ich falle halt einfach immer noch. Ja, keine Ahnung. Man könnte sich irgendwie sein Level anzeigen lassen. Auf jeden Fall glaube ich bin Level 55 oder 57 oder irgendwie sowas, also relativ weit. Ich bin mittlerweile schon bei, wenn man oben links mal guckt, da, bei minus 5000. Also meine Mine geht relativ weit runter und das ist auch halt auch der Grund, weswegen ich so viel Eisen habe. Weil ich halt sehr, sehr gerne mich nach unten baue. Wie gesagt, ab bestimmten Levels ist das kein Problem mehr, weil wenn man sich komplett nach unten baut, einfach straight nach unten, wenn man irgendwo runterfällt, egal ob man jetzt in eine große Höhle fällt und dann dadurch Fallschaden bekommt, oder man in Lava fällt und dadurch Lavaschaden bekommt, absolut kein Problem mehr, weil ich bin einfach so OP, es juckt mich alles nicht mehr. Also, das, was hier eigentlich für mich persönlich derzeit am meisten Schaden macht oder überhaupt als einziges Schaden, sind Monster. Ne, weil hier gibt es ein paar Monster, die richtig fett Damage machen, gerade jetzt so Blood Knight, wo halt überall Monster spawnen. So mir nichts, dir nichts, das ist natürlich besonders schlimm. Apropos Blood Knight ist auch vorbei. Ja, und dementsprechend kann ich quasi minen und meinen und Bitcoin sammeln, wie ich möchte. Genau. Geht's noch weiter runter? Ja, ne? Ja, geht's noch weiter runter. Ja, hier hatte ich nicht mal mehr nicht mal mehr Bock, irgendwelche Leitern anzubringen. Also mir war einfach alles egal. Okay, ich bin schon am Ende. Ich sehe noch nichts mehr. Ach ja, okay. Hier war eine Stelle, hier habe ich auch keine Fackel mehr angebaut. Das hatte einen ganz bestimmten Grund, weil ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt gehabt in irgendeinem Let's Play. Wie gesagt, IFS, der lief ja früher unter Mytest 0.4.x. Ne? Und da war es jetzt so. Kann ich mal hier vollbilden? Achso, ich habe jetzt hier weg, weg, alle weg. Zu viele Fenster. Der lief früher unter Mytest 044 irgendwas. 17, glaube ich, wahrscheinlich. Und 0417, der Mytest-Client von 0.4.17, da war es halt nie komplett dunkel. Ja? Sondern es war halt immer, man hat immer ein bisschen was gesehen. Und wenn man dann noch ein bisschen mit dem Gamma-Wert vom Bildschirm gespielt hat, zum Beispiel mit diesen allseits berechtigten Ding hier und dann einfach mal seinen Gamma-Wert auf 10 gestellt hat oder gleich 20 oder 95.000, Spaß doch geht gar nicht. Also 2 hat er eigentlich schon ausgereicht, Gamma-Wert von 2. Dann konnte man tatsächlich in MyTest 0.4, auch wenn alles eigentlich dunkel ist, so gut alles erkennen, da brauchst du keine Fackeln. Und das habe ich dann halt auch ein bisschen auf IFS so gemacht. Einfach weil ich, wie gesagt, irgendwann keinen Bock mehr hatte, Fackeln zu verdixerbumstern. Ver ja. Apropos Fackeln. Es gibt übrigens auch auf meinen Servern eine kleine Neuigkeit. Die kann ich eigentlich direkt mal zeigen. Wenn wir gerade sowieso schon hier gerade nur noch am Rumtrollen sind. Ich glaube, die Aufnahme hat mit dem eigentlichen Let's Play gar nichts mehr zu tun. Aber egal. Wo sind denn meine Server? Da ist mein Server. Wir nehmen mal den Vanilla-Server. Wo ist denn der? Da. So, dann machen wir mal das hier. Nein, das ist komplett ein Buch. Und das hier. So. Denn ich habe mittlerweile bei meinem Server, wo bin ich denn hier gelandet? Was mache ich denn hier? Konnichiwa. Ich gehe mal nach Hause. Keine Ahnung, was ich hier suche im Hotel.
brauche mal ein bisschen Platz. Ach, scheiße. Danke. So, und zwar habe ich die Möglichkeit, mal irgendwo eine Fackel zu klauen. Und zwar zum Beispiel hier. Und auf meinem Servers? Autsch. Gibt es jetzt im Dunkeln Licht? Yay! Woohoo! Ich habe die Mod allerdings, wer es bereits im Minecraft Forum gelesen hat, weiß es bereits. Ich habe diese Lightning Mod allerdings ein bisschen angepasst. Zum einen hat die normalerweise nur einmal alle 5 Sekunden aktualisiert. Was gerade beim Schnelllaufen doch schon ganz schön, wo das Licht schon ganz schön hinterhergehangen hat und vor allen Dingen durch den Stockgarn auch nicht mehr so schön aussah. Deshalb habe ich das jetzt auf einmal alle 10 Sekunden aktualisieren gesetzt, also quasi mit 10 Hertz Aktualisierungsrate. Ich wollte auch höher setzen, aber das Problem ist, wenn du den Wert noch höher setzt, dann fängt das Licht hier im Client an zu flackern. Und das sieht dann noch beschissen aus, deswegen habe ich es einfach auf 10 Hertz gelassen. Was auch ausreicht, ich glaube mal, gerade für Leute, die extern auf dem Server spielen, gibt die Internetverbindung eh nicht viel mehr her. Genau, das heißt, man kann hier halt alles jetzt auch im Dunkeln sehen. Ich habe es aber absichtlich so gelassen, dass man die Fackel festhalten muss, damit sie Licht hat. Das heißt, wenn man jetzt bauen möchte, muss man die Fackel erstmal irgendwo platzieren, damit man dann eine Hand frei hat, um damit zu bauen. Ha. Und was bei der Mod auch so geil ist, ist, wenn man die Fackel einfach irgendwo hinschmeißt, gibt es ja auch Licht. Yay, voll nice. Man muss nur aufpassen, wenn man jetzt irgendwas anderes in der Hand hat und da dran vorbeiläuft, ne, dann sammelt ja man Sachen automatisch auf und dann ist dunkel. Aber das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Ja, man sieht ja auch, wenn ich mich selber bewege, kommt der Sicht relativ gut hinterher. Ich kann ja jetzt natürlich nicht sagen, wie das ist für Leute, die extern auf meinem Server drauf spielen, wegen weil Internet und so, aber zumindest für uns, fürs Let's Play, wird das Vorteile bieten. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Achso, da. Rauf damit dir. Genau. Das ist jetzt relativ neu auf meinen Servern. Hoch mit dir, du alte Socke, du. Nee, hier bin ich falsch. Wo genau war die Fackel? Die war da. So ungefähr. Sieht zwar ein bisschen dämlich aus, aber egal. Da war sie, da bleibt sie auch erstmal. So. Ich könnte mir übrigens auch mal was hier zum Essen reinschmeißen. Wir haben nur noch 4% Leben. 4 Leben. Ist aber auch völlig egal. Dann gucken wir mal jetzt, ob wir jetzt hier bei IFS ordentlich spielen können. Blood Knight müsste eigentlich vorbei sein. Allerdings geht die Folge auch schon 23 Minuten. Naja. Schau mal. So. Willkommen zu IFS. Dieser Server speichert und verarbeitet Folgen persönlich oder. Kann das Wasser mal aufhören? Folgende persönliche, personenbezogene Daten über dich auf dem Server für Sicherheitsgründen. Deine IP-Adresse für einen Monat und deine zuletzt gedingsterbumsterten Chatverläufe von 3 Monaten. Gebe Rules ein, um deine Regeln zu lesen. Info. Dein Account ist begrenzt, sodass du nicht hochleveln kannst. Warum das denn? Frage ein Mod, um das aufzuheben. Warum kann ich nicht hochleveln? Könnt ihr wenigstens mal reinschreiben, warum? Dein letzter Login war am 1.5. Das war doch heute, oder? Ja. Um 8 Uhr. Achso, ja, klar, ich hatte ja gerade. Ich hatte ja gerade eben. Ja, ja. Genau. Die Online-Zeit von deinem letzten Login war 0 Stunden und 0 Minuten. Yay! Warum kann ich nicht hochleveln?
Ist das jetzt neu für alle... Scheiß Wasser hier. Ist das jetzt neu für alle neuen Spieler oder ist das einfach nur, weil ich jetzt hier irgendwas gemacht habe, was nicht so gut ist? So, wenn man das... Schaut's jetzt hier. So, wenn man jetzt mal das Wasser hier abstummt, dann sieht man hier schon, das ist hier das Spawn. Und man hat hier direkt vier Himmelsrichtungen. Man hat Norden, da geht's zur Nordstraße, zur Train Station, also zum Bahnhof, zum Travelnet Center. Habe ich früher auch tatsächlich sehr häufig benutzt. Hier gibt's nicht allzu viel. Hier gibt's bloß ein bisschen Dschungel und ein bisschen Strand. Hier gibt's ein bisschen auch nichts Spannendes. Und hier gibt's, naja, eine Burg. Das ist auch nicht so spannend. Warum ist meine Sichtweite? Ach nee, meine Sichtweite ist in Ordnung, aber. Hä? Warum liegt denn die Weltmap nicht? Was haben die denn mit ihren Servern gemacht? Das ist alles, was geladen wird? Ernsthaft? Das ist ja gar nichts. Warum haben sie denn diese maximale Renner-Distanz so weit runtergesetzt? Gerade für neue Spieler? Ja, okay, hier haben sie auch Scheiße gebaut. Guck mal, hier sind Barrieren, damit man hier nicht durchrennen kann und runterfallen kann. Aber hier ist keine Barriere. Hier kann ich also einfach runterfallen. Nice. Oh, ich habe sogar noch ein Leben. Yay! Warum ist die Renner-Distanz so niedrig? Das ist ja mal interessant. Das hier sieht auch nicht so geil aus, sieht auch ultra flach aus, aber okay. Oh, das hier sieht geil aus. Hey, willkommen bei Half-Life. Was ist denn los hier? Schnieke. Ja, wie gesagt, warum die Renner-Distanz hier so niedrig ist, keine Ahnung. Also nicht die Renner-Distanz, sondern diese Block-Send-Distanz. Wie viele Daten der Block der Server sendet, weil. Man erkennt ja hier kaum was, wenn die Distanz so niedrig ist. Ist ja traurig. Ich wollte hier gerade mal ein bisschen was vom Spawn zeigen, aber Pustekuchen. Muss ich erstmal überall hinlaufen, damit das sendet. Ja, guck mal. So, das ist die gesamte Burg. Voll beeindruckend, Leute. Das ist alles, was, ja. Na gut, gehen wir halt rein. Dann gehen wir wieder raus, damit wir angucken können. Ja gut, jetzt sind der zwar hier, aber... Ich kann die Spitze nicht anzeigen lassen, weil die einfach zu hoch ist. Okay, das ist dumm. Das ist richtig dumm. Sieht hier jetzt aus wie nach einem Terroranschlag. Da fehlt die Hälfte. Ja. Gut, da hat sich das ja mit dem Spawn-Zeigen auch schon direkt erledigt. Sehr geil. Da gehen wir mal direkt zu dem Travelnet. Das ist hier einmal. Hier ist die Bahnstation. Travelnet Center ist doch hier. Hä? Moment, mal, hier war noch. Ach nee, ich habe gar nicht das Travelnet benutzt. Ich habe was anderes benutzt. Und zwar gab es damals so eine Teleporterplatten. Die Frage ist, wo ist das? Also, der Bereich hier sieht anders aus als früher. Den haben sie wahrscheinlich doch ein bisschen abgeändert. Warum steht hier ein Rennwagen? Mitten am Spawn. Gibt es keine Verkehrspolizei? Hier ist Parkverbot. Also was ist denn los hier? Kann doch nicht jeder einfach seinen Scheiß hinstellen. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Genau, hier war der Strand. Hier haben wir nicht viel gesehen aufgrund der beschränkten Sicht. Hier geht's zur Mall, zur Farm, zur Mine. Die Mine werden wir auch wahrscheinlich direkt mal auskundschaften, um direkt mal ein paar Starter... Ach, guck mal hier. Hier gibt es die Dinger noch. Genau die Dinger habe ich früher benutzt, aber nicht die hier sind, sondern irgendwo anders waren auch welche. Und ja, die habe ich halt sehr gerne benutzt. Ach so, warte mal kurz, die Mall. Vielleicht ist es doch das hier. Ja, das ist das Ding. Alter, man kann nicht mehr sich im Gebäude rumgucken, weil da hinten schon nichts mehr gesendet wird. Also irgendwie haben wir mit dem Update auf mein Test 5 doch ein bisschen was verkackt.
verkackt. Das sieht ja gerade aus wie so eine unfertige Doom-Map. Kann das sein? Kann es sein, dass die mit dem Mindtest-Update auf 5.0 den gesamten Spawn überarbeitet haben? Das sieht so unf. Hier waren früher haufenweise Geschäfte, hier war alles voll mit irgendwelchen Geschäften. Irgendwelche Blumenläden, irgendwelche, wo du so Tapete kaufen konntest, Möbel kaufen konntest, alles einfach. Und jetzt ist hier einfach gar nichts mehr. Hier gab es auch einen Waffenladen, den ich früher sehr häufig aufgesucht habe. Ne? Also meine Rüstung und meine ganzen Waffen und sowas, alles habe ich gerne hier gekauft. Hier gibt es ja gar nichts mehr. Player Shop, aha. Ich bin gerade ein bisschen disappointed. Ah, hier gibt es Notausgang, weil der eine reingesprungen ist. Was ist hier? Interessant. Player Shop. Okay. Das ist einer Level 5, war interessant. Siehst du, den wir nicht unser Level? Unser Level. Nee. Ah. Kopf neigen geht jetzt auch. Sehr interessant. Aber nicht das, was ich wollte. Ja. Kann ich hier. Nee. Ich bin schon auf 200. Verstehe ich nicht. Aha, I'm busy for months, so shop is not to be filled. Okay. Achso, ich bin für Monate beschäftigt, daher wird dieser Laden nicht nachgefüllt. Sorry und danke für wer auch immer diesen diesen Laden mag. Job klar. Shop erstmal mit Job übersetzen. Easy. Hier gibt's Schokolade. Ich will Schokolade. Ich will Schokolade. So. Obwohl, lieber hier nicht anklicken, ne? Wenn ich es so mache. Da kommt direkt Linux-Dirk und bannt mich. Weil ich Assi bin. Ich bin Wasserman. Schaut mich an. Ich stehe über euch allen. Ich stehe sogar auf dem Wasser. Ich bin Jesus. Okay, also grünes Glas bei dem Gebäude. Ich weiß nicht, ob das so. Naja, Kinder. Alles Kinder hier. Sind einfach alles irgendwelche Google-Bots hier. Ist ja. Okay. Hier gibt es vergoldete Männer. Echtes Männergold. Okay, also die Dinger sehen gar nicht mal so geil. Gar nicht mal so geil. Gar nicht mal so schlecht aus, wie diese Vitrinen, diese Bäcker-Vitrinen oder so Gedicks-Gedöns. Wie kann man denn hier was kaufen? Linksklick geht nicht, Rechtsklick geht nicht. Das sind ja die Dinger, die auch ich habe, genau. Also auf meinen Servern. Aber hier kann man nichts kaufen, ist ja schade. Vor allem die Produkte werden hier gar nicht angeboten. Ich dachte, das ist ja einfach nur jetzt gerade nur so Schauvitrine und dass man die eigentlich woanders kauft, aber in den Link gibt es diese Dinger hier nicht. Das heißt, man muss sie doch hier direkt kaufen können. Aber wie denn? Abbauen geht auch nicht. Warum schwebt die Tasse? Ja. Deswegen mag ich so bestimmte Mods nicht, die so bestimmte Möbel einrichten, weil die halt von der Optik her eher scheiße sind. Vor allem, hier sind überall Tassen drauf, obwohl da nicht mal Leute drin sind. Wie kann dieser Kaffee überhaupt noch warm sein? Oder sind die alle erst gerade vor 3 Sekunden rausgerannt? Weil ich kam. Eilt mir mein Ruf so voraus? Lol. Ja. So. Station Shop on Network. Bla bla bla. UFO. UFO klingt immer geil. UFO. Ah, geht doch. Oh nein, wir werden für sexuelle Experimente gehochgebeamt. Das ist das gesamte UFO? Das ist ja jetzt nicht so spektakulär. Shop. Ach, das soll das UFO da. Ach du Kacke.
Ja. Okay. Keine Fragen, euer Ehren. Oh, Neon Cat. Ring, ding, ding. Ach, diese Lucky Box. Ja, das Konzept von diesen Lucky Box habe ich noch nie wirklich verstanden. Hier ist ein unbekannter Note. Ein Enchantment Table. Oh. Interessant. Was wollte ich gerade sagen? Genau, diese Lucky Box. Ja, da habe ich. Man bekommt wohl irgendwie ab und zu welche, wenn man einen besonderen Befehl eingibt. Wie war das? War das LB oder? Command has been disabled. You received Lucky Box automatically. Ah, okay, also es war doch LB, aber den Befehl gibt es nicht mehr. Das heißt, man bekommt jetzt einfach so Lucky Boxes. Wo noch immer. Ja, und die Dinger kann man einfach irgendwo auf den Boden schmeißen oder sowas und dann passiert irgendwas random. Oh, ein Easter Egg. Ein Chicken Egg. Yay, wir haben ein Ei bekommen. Und da, wenn man die halt auf den Boden wirft, dann bekommt man entweder irgendwas oder es passiert irgendwas, wie zum Beispiel eine Explosion oder ähnliches. Man muss also relativ vorsichtig damit sein. Deswegen gibt es da mittlerweile auch einen richtigen Raum, wo man die Dinger gefahrenlos quasi austesten kann. Also gefahrenlos in dem Sinne, dass man damit nichts zerstören kann. Man kann aber, wenn man dann natürlich zu nah an der Explosion steht, sich selber natürlich killen damit. Warum stehen überall Autos rum? Verstehe ich nicht. Oh, schöner Effekt. Hier hat sich mal jemand Mühe gegeben. Sehr nice. Ah, der Laden sieht direkt schön aus. Auch hier so mit dieser Indirektbeleuchtung, die so, ne, so in die Wand eingesetzt ist. Auch sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, der Laden. Ach, hier. Ich gebe es drauf. Don't press the red button. Mhm. Oh, oh, oh. 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 Okay, wir hängen ein bisschen daher, aber egal. Relax, relax. Welches Relax nehme ich jetzt so? Ich nehme Doppel-Relax. Kann man hoch. Oh. Kann man. Achso. Aufmachen. Moment, hä, das ging doch, oder? Konnte man sich nicht draufsetzen? Ich könnte schwören, man konnte sich. Okay. Ich könnte schwören, man konnte sich auf diese Stühle raufsetzen. Oder bei denen nicht? Scheinbar nicht. So, da ist noch ein Auto. Chicken. Oh, noch ein Ei. Oh. Hallo? Oh, wer ist das denn? Ich gehe auch schon richtig davon aus, dass das jetzt ein Spieler ist, oder? Ja. Nur warum hat er nichts anderes, als vor dem Fenster rumzuspringen? Hi. Wir gehen mal lieber wieder. Er fängt wieder an zu springen. Was ist los mit dem? Die Junge sucht den Arzt. Ist ja schlimm hier. Was ist denn los? Ist ja suspekt. Vor allem, ich dachte, ich bin der Einzige, der hier on ist. Status. Ja, ich bin der Einzige, der on ist. Dann ist das doch kein Player, sondern irgendein NPC. Aber warum kann ein NPC ein Auto haben? Hä? Aber das war doch dieser Mega-2-Typ da, dem das Auto gehört hat, oder? Ja, kurz, wie hieß der? Genau, Shadow Mega 2 ist der Besitzer von dem Auto da vorne. Aber wie kann er bitte schön ein NPC ein Auto besitzen? Verstehe ich gerade nicht. Oder war das ein NPC von dem Player?
Also ein Spieler, den er erstellen konnte, quasi. Sehr interessant. Wo kommt hier eigentlich dieses Licht her? Hier gibt es ja nicht mal Laternen. Sehr verrückt. Okay, ist jemand gestorben? Oder auch nicht? Der Block wurde manuell platziert. Sehr interessant. Gut, also hier gibt es nicht mehr viel zu sehen. Ich würde mal sagen, wir beenden die Folge an der Stelle und gucken dann mal nächste Folge ein bisschen und andere Gegenden an vom Spawn hier. Auch wenn man hier nicht mehr allzu viel sieht, weil, ne, Renner-Distanz und so, Ladedistanz. Aber ja, schauen wir mal. Von daher würde ich dann mal sagen, sieht man sich denn alsbald wieder, und wenn man sich denn wieder sieht, sieht man sich. Ja. Genau.